Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Hallo Netz, willkommen in unserer Sendung heute in Berlin. Sich über nichts freuen können, sich niedergeschlagen fühlen, hoffnungslos, antriebslos. Keine Konzentration haben, die ganze Zeit müde sein und nachts trotzdem nicht schlafen können. All das können Symptome sein für eine Depression. Klar, natürlich schieben wir alle mal den Blues, also besonders zu einer trüben Jahreszeit. Wenn aber diese Schwermut unabhängig davon auftritt, lange anhält und alles um einen herum verdunkelt, dann kann sie ein Zeichen sein für eine ernsthafte Erkrankung. Jeder fünfte Franzose und Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Viele glauben, es wäre eine reine Gemütserkrankung, aber tatsächlich ist diese Krankheit nicht nur psychisch, sondern auch organisch. Wir wollen uns heute den aktuellen Forschungsstand dazu anschauen. Was sind die Ursachen einer Depression und wie kann man sie am besten behandeln? Aber zuerst stellen wir Ihnen eine Frau vor, die auf den ersten Blick gar nicht depressiv wirkt, was viel über die Tücken dieser Krankheit aussagt. Nach außen hat sie lange Zeit gut funktioniert. Tanja Salkowski arbeitet als Journalistin, reist um die Welt, feiert mit Freunden. Doch zu Hause kippt die Stimmung. Sie ist niedergeschlagen und antriebslos, lebensmüde. Dazu kommen massive Schlafprobleme. Und eines Tages dann die Diagnose, mittelschwere Depression. Man fühlt weder Traurigkeit noch Freude. Obwohl man, also ich habe sehr, sehr viel geweint, aber ich habe keine Traurigkeit gefühlt. So, es war, man ist komplett neutral und der ganze Körper und die ganze Seele ist wie gelähmt. Ich lag einfach nur auf der Couch oder im Bett und konnte mich nicht mehr bewegen. Also lege einfach nur da und starre an die Decke, stundenlang. Rund 6 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Depressionen. In Frankreich sind die Zahlen ähnlich. Depressionen sind damit eine Volkskrankheit und dennoch stark tabuisiert. Auch Tanja Salkowski schweigt aus Scham über ihre Diagnose. 4 Jahre lang. Erst nach einem Suizidversuch offenbart sie sich. Meine Eltern haben sich erstmal von mir zurückgezogen, weil sie mit dieser Diagnose überhaupt nicht klarkamen. Und es gab Freunde, die sich gar nicht mehr gemeldet haben. Das war im ersten Moment sehr heftig, also auch verletzend, ne? Aber das war trotzdem ein sehr befreiender Moment für mich, dass ich das gesagt habe. Weil ab dem Zeitpunkt musste ich nicht mehr schauspielern. Weil dieses Schauspielern oder diese Fassade aufrechterhalten, kostet so enorm viel Kraft, die du eigentlich brauchst, um eine Therapie zu machen. Erst nach diesem Outing sucht sie sich Hilfe. Doch nur bei früher Therapie sind Depressionen heilbar. Bei jedem dritten kommen sie wieder. So wie bei Tanja Salkowski. Die Ursachen von Depressionen sind vielfältig. Seelische sowie körperliche Risikofaktoren hat die Wissenschaft ausgemacht. Wenn man an die Biologie, an den Körper denkt, sind das oft genetische Dispositionen, familiäre Häufung, die eine Rolle spielen. Wenn man an die psychosozialen Einflussfaktoren denkt, sind das oft eben psychische Belastungen bis hin zu psychischen Traumata aus Kindheit und Jugend, die insgesamt dazu führen, dass das persönliche, dass die persönliche Möglichkeit, mit Belastung umzugehen, die Widerstandsfähigkeit einfach sich verringert, die Vulnerabilität sich erhöht, die persönliche Empfindsamkeit. Bei derart empfindlichen Menschen reicht dann ein weiterer, aktueller Stressfaktor, um eine Depression auszulösen. Das können manchmal Alltagsschwierigkeiten sein, das können handfeste Lebenskrisen sein. Wenn der Boden vorher schon eben vorbereitet war durch entsprechende Risikofaktoren, reichen manchmal Kleinigkeiten aus. Und wichtig ist zu verstehen, dass uns das allen letztendlich so passieren kann. Tanja Salkowski vermutet auch in ihrem Fall solche Risikofaktoren. Auch einige ihrer Verwandten haben anscheinend depressive Phasen. Zudem litt sie als Kind unter großem Leistungsdruck. Als im Beruf Stress und Ärger zunehmen, bricht die Krankheit aus. Mögliche Ursache? Das Stresshormon Cortisol. Studien haben gezeigt, dass der Körper depressiver Patienten unkontrolliert viel davon produziert. Und das verstärkt wiederum ihre Symptome. Als erwiesen gilt, lang anhaltender Stress kann eine Depression auslösen. Die Medizin vermutet aber noch einen weiteren körperlichen Faktor. So könnte ein gestörter Hirnstoffwechsel die Krankheit begünstigen. Denn unsere Gedanken und Gefühle hängen davon ab, wie die Nervenzellen unseres Gehirns zusammenwirken.
100 Milliarden von ihnen sind netzartig miteinander verbunden und kommunizieren mit Hilfe von Botenstoffen. Nur sie können die Signale einer Nervenzelle weiterleiten. Geraten diese Hirnbotenstoffe aus dem Gleichgewicht, kann es auch Gefühle, Lebensfreude und Antriebskraft beeinflussen. Ob solch physische Faktoren aber Ursache oder Folge einer Depression sind, ist unklar. Sicher ist, Depressionen sind mehr als nur eine psychische Krankheit. Tanja hat mittlerweile gelernt, mit ihren Depressionen umzugehen und sogar ein Buch darüber geschrieben. Zudem informiert die 36-Jährige mit einer regelmäßigen Radiosendung in ihrer Heimatstadt Lübeck, wie Betroffenen geholfen werden kann. Also am allerwichtigsten ist es, demjenigen das Gefühl zu geben, dass man da ist, egal was passiert. Menschen mit Depressionen ziehen sich zwar zurück, aber es ist total wichtig, dass man den Anschluss da behält. Die Betroffenen sind ja nicht verrückt oder es ist nicht ansteckend, sondern es ist einfach nur ein kranker Mensch, der Hilfe braucht. Ihr wurde geholfen. Tanja Sarkowski kann wieder als Journalistin arbeiten, plant sogar ein zweites Buch und blickt optimistisch in die Zukunft. Menschen wie Tanja machen Mut. Sie lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen und geht offensiv damit um. Mhm. Aber eins ist gewiss, so eine Depression kann seelische und körperliche Spuren hinterlassen. Ja, und was so eine Depression für Auswirkungen auf unserem Gehirn haben kann, das wollen wir jetzt hier bei einem Neurowissenschaftler der Psychiatrischen Klinik der Berliner Charité herausfinden. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Professor Bashbouch, Sie erforschen den Zusammenhang zwischen Depression und Gehirn. Kann man diesem Organ ansehen, dass es unter Depression leidet? Ja, das Gehirn ist die Region, ist das Organ, in dem die Depression stattfindet, von der aus die Depression gesteuert wird. Man kann es sehen anhand von Volumen, Schrumpfungen in bestimmten Hirnregionen, Hippocampus. Man sieht es anhand von Aktivitäten in dem sogenannten limbischen System, weniger Aktivitäten. Und man kann es sehen anhand von Verbindungen, Verknüpfungen. Das sieht man hier zum Beispiel, die Verknüpfung zwischen Regionen im mittleren Teil des Gehirns mit Regionen vorne, im frontalen Regionen. Die sind bei Patienten mit Depressionen ineffektiv aufgefasert, während bei Menschen, die keine Depressionen haben, diese Verknüpfung sehr, sehr stark und klar und effektiv sind. Und das Ganze führt am Ende dazu, eben, dass Menschen schlechteres Gedächtnis haben oder sich schlechter fühlen oder ein schlechteres Wahrnehmung der Umfeld, des Umfeldes haben. Und das macht am Ende das Bild der Depression aus. Wenn also ganze Hirnregionen schrumpfen und diese Verbindungen so faserig werden, könnte man daraus dann auch schon die Diagnose für eine Depression ableiten? Es ist so unser Wunsch, unsere Vision für die Zukunft, dass wir das anhand eines einzelnen Menschen machen können, dass wir so einen Hirnscan machen oder eine Blutentnahme, anhand der man dann sehen kann, ob jemand depressiv ist oder nicht. Soweit sind wir noch nicht. Wichtig dabei ist aber auch zu sagen, dass Behandlungen dazu führen, dass all diese Veränderungen wieder rückläufig sind. Ja, die Behandlung ist also der Schlüssel. Doch wie läuft sie am besten? Arzneimittel oder Psychotherapie? Da hat die Wissenschaft ganz neue Erkenntnisse. Die Schlossparkklinik in Berlin. Hier kämpfen täglich Menschen darum, sich aus den Fängen der Depression zu befreien. Die Klinik zählt zu Deutschlands wichtigsten Therapiezentren. Chefarzt Tom Schor weiß, wie langwierig der Weg zu einer Heilung oft ist. Patienten, die mit einer schweren Depression zu uns in die Klinik kommen, haben nachvollziehbarerweise eine Hoffnung, dass ihnen sehr schnell geholfen werden kann. Das gelingt auch zum Teil. Aber alle Behandlungsschritte brauchen ihre Zeit, bis man die Wirkung beurteilen kann. Und da auf jede Behandlung, sei es Psychotherapie oder Pharmakotherapie, nicht alle ansprechen, kann doch einige Zeit ins Land gehen, bis die Depression überwunden ist. Christine Kleinke ist so ein eher schwieriger Fall. Die 49-Jährige leidet seit 2 Jahren an einer schweren Depression. Ihr Sohn Tom macht sich große Sorgen. Schon zum 2. Mal ist sie nun für eine 3-monatige Behandlung in der Klinik. Ich habe eigentlich nicht gelebt. Ich habe vegetiert. Also es war kein Leben für mich. Ich war in meiner Welt gefangen und konnte da nicht raus. Und wusste, wenn jetzt nichts passiert, dann würde was anderes passieren. Also ich hatte auch Suizidgedanken.
Und ja, das wollte ich nicht, schon wegen meinem Sohn nicht. Und dann wusste ich, ich muss in die Klinik. Tag, schön, dass Sie da sind. Ja. Ein Baustein in der Therapie gegen schwere Depressionen sind Antidepressiva. Heute will Professor Pschorr für seine Patientin ein passendes Medikament finden. Rund 30 verschiedene stehen zur Auswahl. Die meisten wirken auf den gestörten Stoffwechsel im Gehirn der Betroffenen. Antidepressiva versuchen, die Kommunikation der Nervenzellen zu verbessern. Und zwar, indem sie Andockstellen blockieren und so die rasche Rückkehr der Botenstoffe in die Ursprungszelle verhindern. Je mehr und je länger die Botenstoffe zwischen den Zellen wirken, desto weniger depressive Symptome zeigen die Patienten. Viele haben aber Vorbehalte, Psychopharmaka zu schlucken. Moderne Antidepressiva sind heute zwar besser verträglich als früher und machen nicht abhängig. Aktuelle Studien offenbaren jedoch, nur bei jedem zweiten Patienten schlägt ein Medikament überhaupt an. Und oft kann es Monate dauern, das Passende zu finden. So wie bei Christine Kleinke. 4 verschiedene Antidepressiva hat sie schon ausprobiert. Keines hat gewirkt. Bei weniger schweren Depressionen würde ihr Arzt gar kein Medikament mehr empfehlen. Wir müssen heute feststellen, dass die Wirkung der Antidepressiva vermutlich in der Vergangenheit überschätzt wurde. Heute die Reanalyse der Daten zeigt, dass insbesondere bei leichten und mittelschweren Depressionen die Antidepressiva nur geringfügig besser sind als Placebo, als ein Scheinmedikament. Nach dem neuesten Forschungsstand wissen wir heute, dass wir nur schwer depressiven Patienten ganz eindeutig zu der Einnahme eines Antidepressivums raten sollten. Aber jeder dritte Betroffene gilt, wie Christine Kleinke, als schwer depressiv. Allen anderen hilft offenbar schon allein die Psychotherapie. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel bei leichten und mittelschweren Depressionen Psychotherapie wirklich als Verfahren gleichwertig zu Pharmakotherapie ist, wenn nicht sogar überlegen. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Psychotherapie möglicherweise nachhaltigere Effekte hat als reine Pharmakotherapie, dass man durch Psychotherapie eben quasi umlernt, was sich längerfristig zeigen könnte. Auch Christine Kleinke macht 2x die Woche eine Psychotherapie. Speziell für depressive Patienten die kognitive Verhaltenstherapie. Ihr Ziel, typische negative Denk- und Verhaltensmuster erkennen und ändern. Also depressive Menschen haben tatsächlich gedankliche Verzerrungen. Zum Beispiel spricht man von der kognitiven Triade. Das bedeutet eine negative Selbstsicht, eine negative Weltsicht und eine negative Zukunftssicht. Und wie so eine getönte schwarze Brille, auf die oder durch die Depressive blicken. Und um das zu durchbrechen, versuchen wir zunächst mal die Gedanken zu identifizieren. Doch jedem 5. Depressiven helfen weder Psychotherapie noch Medikamente. Für sie kommt eine Therapie in Frage, die lange Zeit in Verruf stand, die Elektrokrampftherapie. Patienten mit Stromstößen zu behandeln, gilt heute als wirksamste Behandlung gegen schwere Depressionen. Unter Narkose wird ein epileptischer Anfall im Gehirn ausgelöst, sichtbar an der Armbewegung. Er soll die Depression deutlich lindern. Wie die Elektrokrampftherapie wirkt, ist nicht im letzten Detail verstanden. Wir haben 2 Hypothesen, die relativ wahrscheinlich sind. Das eine ist so ein bisschen wie, als ob man einen Reset-Knopf am Computer drückt. Die Milliarden von Neuronen, Nervenzellen im Gehirn fangen nach so einem Krampfanfall wieder synchron an zu arbeiten. Die andere Hypothese setzt darauf, dass während des Krampfanfalls massenhaft Neurotransmitter ausgeschüttet werden, insbesondere diejenigen, die zur Depressionsbehandlung entscheidend sind. Christine Kleinke möchte diese Therapie ausprobieren, auch wenn die Wirkung nur für jeden zweiten Patienten von Dauer ist. Die Depression, eine Krankheit, die manchmal nicht zu heilen ist, aber mit den richtigen Therapien den meisten ein nahezu normales Leben ermöglicht. Eine Depression ist also in den meisten Fällen erfolgreich behandelbar, aber im Falle einer chronischen Erkrankung sucht die Medizin noch nach Methoden und dabei ist, wie wir gerade gesehen haben, die Stromtherapie möglicherweise sehr hilfreich. Professor Basch-Busch, Sie arbeiten ja auch damit. Warum?
Wir haben ja gesehen, dass bei der Elektrokrampfbehandlung, dass es eine sehr, sehr wirkungsvolle Methode ist, bei sehr schwerkranken Patienten, die aber auch sehr aufwendig ist, Behandlung in Vollnarkose. Und wir versuchen, Behandlungen zu entwickeln, die weniger aufwendig sind. Unsere Stromtherapie ist die sogenannte Gleichstromstimulation. Dabei wird über kleine Schwämme ein gleichbleibender, sehr kleiner Strom über dem Frontalhirn gegeben. Und wir haben gesehen, dass das Ganze antidepressiv wirkt und dass es gleichzeitig Lernvorgänge verbessert. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass man das kombinieren kann mit der Psychotherapie, indem wir dann die Psychotherapie verbessern durch die Gleichstromstimulation. Das heißt also, ein kleines bisschen Strom und hopp, ist die Stimmung besser und die Konzentration auch. Was relativ schnell funktioniert, ist das mit dem Gedächtnis und der Konzentration. Das funktioniert, wenn man einmal über 20 Minuten stimuliert. Und wenn Sie möchten, können wir das mit dem Gedächtnis einmal überprüfen. Auch bei nicht-depressiven Patienten? Das funktioniert auch bei Gesunden und das können wir jetzt mit einem von Ihnen ausprobieren. Das tut aber nicht weh. Das tut nicht weh. Okay. Soll ich das probieren? Nochmal. Okay. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Ne? Und wie kann man jetzt den Einfluss des Stroms auf die Konzentrationsleistung messen? Wir werden so ein kleines Experiment machen, werden vorneweg eine Gedächtnisaufgabe machen, danach eine Stimulation und danach wieder eine Gedächtnisaufgabe. Und wir glauben, dass sie durch die Stimulation, dass sich dann die Gedächtnisleistung verbessert. Was genau muss ich da machen? Das ist so eine Arbeitsgedächtnisaufgabe und bei dieser Aufgabe werden Sie eine ganze Abfolge von Wörtern sehen. Und wenn sich bestimmte Wörter wiederholen, die Sie vor zweimal zum Beispiel schon mal gesehen haben, dann müssen Sie immer einen Knopf drücken. Und wir messen dann hinterher, wie viele Fehler Sie gemacht haben, erstens, und zweitens, wie schnell Sie reagiert haben. So. So, dann beginnen wir jetzt mit der Gedächtnisaufgabe, zuerst ohne Strom. Okay. So, wir schalten jetzt den Strom an. Sie sollten nicht mehr spüren als ein leichtes Kribbeln. Ah, jetzt kribbelt's. Ich habe das Gefühl, ich war genauso schlecht vor und nach dem Strom. Aber wie sehen die Ergebnisse aus? Wir haben ja zwei Dinge gemessen. Einmal Anzahl der richtigen Antworten. Und da sieht man, dass durch die Stimulation es zu einer Verbesserung gekommen ist. Und dann haben wir als zweites gemessen die Reaktionszeiten. Und da sieht man, dass die insgesamt besser, also schneller geworden sind. Also die Stimulation hat ihren Effekt gehabt. Aber jetzt mal weg von uns. Was bringt denn das jetzt den depressiven Patienten, wenn sie deren Gedächtnisleistungen stärken? Wir glauben ja, dass durch die Psychotherapie Gedächtnis eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Menschen müssen sich merken, positive Aktivitäten aufzusuchen, Dinge nicht so negativ zu sehen. Und das, all das erfordert ja eine Gedächtnisleistung. Sie ebnen sozusagen den Weg, damit die Patienten auch mehr lernen können durch die Therapie. Genau, die Idee ist, dass Patienten dann mehr lernen können, schneller lernen können, einfacher lernen können und auch die positiveren Dinge eher lernen. Ja, ähnlich vielversprechend ist ein anderes Forschungsprojekt, was nicht mit dem Gehirn zu tun hat, sondern mit unseren Augen. Denn Depressionen können anscheinend auch unser Sehvermögen verändern. Grau und trübe, so erscheint die Welt oft Menschen, die an Depressionen leiden. Dass dies mehr der Realität entspricht als bisher gedacht, haben Forscher der Uniklinik Freiburg herausgefunden. Ihre Entdeckung? Depressive Menschen nehmen Schwarz-Weiß-Kontraste deutlich schwächer wahr als gesunde. Könnten Ärzte Depressionen also schon an den Augen erkennen? Bisher ist die Diagnose einer Depression allein durch die subjektiven Schilderungen des Patienten möglich. Es fehlt ein objektives Messverfahren. Viele von den Patienten kommen zu uns und sagen, okay, ich habe eine Depression, aber könnt ihr nicht Blut abnehmen, könnt ihr nicht irgendwas machen, damit man nachweisen kann, dass ich jetzt auch krank bin. Und wenn wir ein Messverfahren etablieren könnten, das da mehr Klarheit reinbringen würde, dann hätten wir einen großen Durchbruch, dann könnten wir den Patienten sicher in diesem Bereich sehr helfen. Ist der Blick ins Auge die Lösung? Die Forscher können die Aktivität der Nervenzellen in der Netzhaut messen.
Ihre Vermutung, je stärker die Depression, desto geringer die Aktivität und das Sehvermögen. Der Grund? Der gestörte Hirnstoffwechsel bei Depressionen. Bei Depressionen kann das Gleichgewicht des Dopamins im Gehirn gestört sein. Dopamin, ein Neurotransmitter oder Botenstoff für die Nervenzellen. Nun kann man ans Gehirn ja schlecht ran, um da was zu messen. Aber die Augen sind eine Ausstülpung des Gehirnes. Und die Nervenzellen im Auge werden auch in ihrer Funktion verändert, wenn das Dopamingleichgewicht gestört ist. Aber wie stark wirkt sich die Depression aufs Auge aus? Eine Studie mit 40 depressiven und 45 gesunden Versuchspersonen soll Aufschluss bringen. Eine feine Fadenelektrode wird dabei sogar direkt an den Augapfel gelegt. Und schon können, wie bei einem EKG des Herzens, die elektrischen Ströme der Netzhaut gemessen werden. Die Probanden müssen dafür wechselnde Schachbrettmuster fixieren, mit besonders vielen Kontrasten. Wenn ein Bild auf unserer Netzhaut erscheint, dann wird es zunächst von Fotorezeptoren in elektrische Signale verwandelt. Diese steuern andere Nervenzellen auch noch im Auge an, die sich dafür interessieren, wo ist es hell und ist es daneben vielleicht dunkel oder auch hell. Diese Zellen suchen nach Lichtunterschieden, Kontrastkanten. Wenn viel Kontrastkanten da sind, dann werden diese Zellen sehr aktiv und schicken viele Impulse zum Gehirn. Und das können wir abhorchen. Mit der Messung dieser elektrischen Impulse wird deutlich, bei Gesunden lösen die wechselnden Kontraste der Schachbretter eine Netzhautaktivität von 3 Mikrovolt aus. Bei depressiven Menschen ist sie geringer. Sie bleibt unter 2 Mikrovolt. Das klingt nicht viel, aber das ist ein deutlicher Unterschied, so groß, dass wir Patienten aufgrund ihrer Amplitude richtig den Gruppen zuordnen konnten. Und dass wir Patienten und Gesunde auf diese Art und Weise unterscheiden können und auch mit einem relativ einfachen Verfahren, mit relativ wenig Aufwand, das durchführen können, das fanden wir schon sehr überraschend. Und noch eine Erkenntnis erbrachte das Experiment. Bessert sich der Zustand eines depressiven Patienten wieder, normalisiert sich auch die Aktivität seiner Netzhaut. Das würde bedeuten, dass wir eine Möglichkeit hätten, die Therapie zu überprüfen bei Patienten mit Depression, ob sie angeschlagen hat oder nicht. Ob also Medikamente und Psychotherapie wirken? Damit kann der Blick ins Auge nicht nur für die Diagnose helfen, sondern sogar bei der Therapie. Depression ist also eine Krankheit, an der es noch besonders vieles zu erforschen gibt, aber für die schon viele gute Therapien auch zur Verfügung stehen. Und wichtig ist für die Menschen mit Depression, dass sie sich möglichst frühzeitig in Behandlung begeben. Und dabei müssen Freunde, Bekannte und Verwandte helfen, damit die Betroffenen eben nicht allein gelassen werden mit ihrem Leid. Ja, Hauptsache man redet darüber und Depression ist kein Tabu mehr. Genau, in diesem Sinne machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. À la prochaine, restez curieux. Tanja hat mittlerweile gelernt, mit ihren Depressionen umzugehen und sogar ein Buch darüber geschrieben. Zudem informiert die 36-Jährige mit einer regelmäßigen Radiosendung in ihrer Heimatstadt Lübeck, wie Betroffenen geholfen werden kann. Also am allerwichtigsten ist es, demjenigen das Gefühl zu geben, dass man da ist, egal was passiert. Menschen mit Depressionen ziehen sich zwar zurück, aber es ist total wichtig, dass man den Anschluss da behält. Die Betroffenen sind ja nicht verrückt oder es ist nicht ansteckend, sondern es ist einfach nur ein kranker Mensch, der Hilfe braucht. Ihr wurde geholfen. Tanja Sarkowski kann wieder als Journalistin arbeiten, plant sogar ein zweites Buch und blickt optimistisch in die Zukunft. Menschen wie Tanja machen Mut. Sie lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen und geht offensiv damit um. Mhm. Aber eins ist gewiss, so eine Depression kann seelische und körperliche Spuren hinterlassen. Ja, und was so eine Depression für Auswirkungen auf unserem Gehirn haben kann, das wollen wir jetzt hier
bei einem Neurowissenschaftler der psychiatrischen Klinik der Berliner Charité herausfindet. Hallo. Hallo. Guten Tag. Professor Bajbouch, Sie erforschen den Zusammenhang zwischen Depression und Gehirn. Kann man diesem Organ ansehen, dass es unter Depression leidet? Ja, das Gehirn ist die Region, ist das Organ, in dem die Depression stattfindet, von der aus die Depression gesteuert wird. Man kann es sehen anhand von Volumen, Schrumpfungen in bestimmten Hirnregionen, Hippocampus. Man sieht es anhand von Aktivitäten in dem sogenannten limbischen System, weniger Aktivitäten. Und man kann es sehen anhand von Verbindungen, Verknüpfungen. Das sieht man hier zum Beispiel, die Verknüpfung zwischen Regionen im mittleren Teil des Gehirns mit Regionen vorne, im frontalen Regionen. Die sind bei Patienten mit Depressionen ineffektiv aufgefasert, während bei Menschen, die keine Depressionen haben, diese Verknüpfung sehr, sehr stark und klar und effektiv sind. Und das Ganze führt am Ende dazu, eben, dass Menschen schlechteres Gedächtnis haben oder sich schlechter fühlen oder ein schlechteres Wahrnehmung der Umfeld, des Umfeldes haben. Und das macht am Ende das Bild der Depression aus. Wenn also ganze Hirnregionen schrumpfen und diese Verbindungen so faserig werden, könnte man daraus dann auch schon die Diagnose für eine Depression ableiten? Es ist so unser Wunsch, unsere Vision für die Zukunft, dass wir das anhand eines einzelnen Menschen machen können, dass wir so einen Hirnscan machen oder eine Blutentnahme, anhand der man dann sehen kann, ob jemand depressiv ist oder nicht. Soweit sind wir noch nicht. Wichtig dabei ist aber auch zu sagen, dass Behandlungen dazu führen, dass all diese Veränderungen wieder rückläufig sind. Ja, die Behandlung ist also der Schlüssel. Doch wie Leiden sind. Christine Kleinke möchte diese Therapie ausprobieren, auch wenn die Wirkung nur für jeden zweiten Patienten von Dauer ist. Die Depression, eine Krankheit, die manchmal nicht zu heilen ist, aber mit den richtigen Therapien den meisten ein nahezu normales Leben ermöglicht. Eine Depression ist also in den meisten Fällen erfolgreich behandelbar, aber im Falle einer chronischen Erkrankung sucht die Medizin noch nach Methoden und dabei ist, wie wir gerade gesehen haben, die Stromtherapie möglicherweise sehr hilfreich. Professor Bajbouch, Sie arbeiten ja auch damit. Warum? Wir haben ja gesehen, dass bei der Elektrokrampfbehandlung, dass es eine sehr, sehr wirkungsvolle Methode ist, bei sehr schwerkranken Patienten, die aber auch sehr aufwendig ist, Behandlung in Vollnarkose. Und wir versuchen, Behandlungen zu entwickeln, die weniger aufwendig sind. Unsere Stromtherapie ist die sogenannte Gleichstromstimulation. Dabei wird über kleine Schwämme ein gleichbleibender, sehr kleiner Strom über dem Frontalhirn gegeben. Und wir haben gesehen, dass das Ganze antidepressiv wirkt und dass es gleichzeitig Lernvorgänge verbessert. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass man das kombinieren kann mit der Psychotherapie, indem wir dann die Psychotherapie verbessern durch die Gleichstromstimulation. Das heißt also, ein kleines bisschen Strom und hopp, ist die Stimmung besser und die Konzentration auch. Was relativ schnell funktioniert, ist das mit dem Gedächtnis und der Konzentration. Das funktioniert, wenn man einmal über 20 Minuten stimuliert. Und wenn Sie möchten, können wir das mit dem Gedächtnis einmal überprüfen. Auch bei nicht-depressiven Patienten? Das funktioniert auch bei Gesunden und das können wir jetzt mit einem von Ihnen ausprobieren. Das tut aber nicht weh. Das tut nicht weh. Okay. Soll ich das probieren? Nochmal. Okay. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Und wie kann man jetzt den Einfluss des Stroms auf die Konzentrationsleistung messen? Wir werden so ein kleines Experiment machen, werden vorneweg eine Gedächtnisaufgabe machen, danach eine Stimulation und danach wieder eine Gedächtnisaufgabe. Und wir glauben, dass sie durch die Stimulation, dass sich dann die Gedächtnisleistung verbessert. Was genau muss ich da machen? Das ist so eine Arbeitsgedächtnisaufgabe und bei dieser Aufgabe werden Sie eine ganze Abfolge von Wörtern sehen. Und wenn sich bestimmte Wörter wiederholen, die Sie vor zweimal zum Beispiel schon mal gesehen haben, dann müssen Sie immer einen Knopf drücken. Und wir messen dann hinterher, wie viele Fehler Sie gemacht haben, erstens, und zweitens, wie schnell Sie reagiert haben. So, dann beginnen wir jetzt mit der Gedächtnisaufgabe, zuerst ohne Strom. Okay. So, wir schalten jetzt den Strom an. Eine dreimonatige Behandlung in der Klinik. Ich habe eigentlich nicht gelebt. Ich habe vegetiert.
Also es war kein Leben für mich. Ich war in meiner Welt gefangen und konnte da nicht raus. Und wusste, wenn jetzt nichts passiert, dann würde was anderes passieren. Also ich hatte auch Suizidgedanken. Und ja, das wollte ich nicht, schon wegen meinem Sohn nicht. Und dann wusste ich, ich muss in die Klinik. Tag, schön, dass Sie da sind. Ja. Ein Baustein in der Therapie gegen schwere Depressionen sind Antidepressiva. Heute will Professor Pschorr für seine Patientin ein passendes Medikament finden. Rund 30 verschiedene stehen zur Auswahl. Die meisten wirken auf den gestörten Stoffwechsel im Gehirn der Betroffenen. Antidepressiva versuchen, die Kommunikation der Nervenzellen zu verbessern. Und zwar, indem sie Andockstellen blockieren und so die rasche Rückkehr der Botenstoffe in die Ursprungszelle verhindern. Je mehr und je länger die Botenstoffe zwischen den Zellen wirken, desto weniger depressive Symptome zeigen die Patienten. Viele haben aber Vorbehalte, Psychopharmaka zu schlucken. Moderne Antidepressiva sind heute zwar besser verträglich als früher und machen nicht abhängig. Aktuelle Studien offenbaren jedoch, nur bei jedem zweiten Patienten schlägt ein Medikament überhaupt an. Und oft kann es Monate dauern, das Passende zu finden. So wie bei Christine Kleinke. 4 verschiedene Antidepressiva hat sie schon ausprobiert. Keines hat gewirkt. Bei weniger schweren Depressionen würde ihr Arzt gar kein Medikament mehr empfehlen. Wir müssen heute feststellen, dass die Wirkung der Antidepressiva vermutlich in der Vergangenheit überschätzt wurde. Heute die Reanalyse der Daten zeigt, dass insbesondere bei leichten und mittelschweren Depressionen die Antidepressiva nur geringfügig besser sind als Placebo, als ein Scheinmedikament. Nach dem neuesten Forschungsstand wissen wir heute, dass wir nur schwer depressiven Patienten ganz eindeutig zu der Einnahme eines Antidepressivums raten sollten. Aber jeder dritte Betroffene gilt, wie Christine Kleinke, als schwer depressiv. Allen anderen hilft offenbar schon allein die Psychotherapie. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel bei leichten und mittelschweren Depressionen Psychotherapie wirklich als Verfahren gleichwertig zu Pharmakotherapie ist, wenn nicht sogar überlegen. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Psychotherapie möglicherweise nachhaltigere Effekte hat als reine Pharmakotherapie, dass man durch Psychotherapie eben quasi umlernt, was sich längerfristig zeigen könnte. Auch Christine Kleinke macht 2-mal die Woche eine Psychotherapie. Speziell für die in ihrer Heimatstadt Lübeck, wie Betroffenen geholfen werden kann. Also am allerwichtigsten ist es, demjenigen das Gefühl zu geben, dass man da ist, egal was passiert. Menschen mit Depressionen ziehen sich zwar zurück, aber es ist total wichtig, dass man den Anschluss da behält. Die Betroffenen sind ja nicht verrückt oder es ist nicht ansteckend, sondern es ist einfach nur ein kranker Mensch, der Hilfe braucht. Ihr wurde geholfen. Tanja Sarkowski kann wieder als Journalistin arbeiten, plant sogar ein zweites Buch und blickt optimistisch in die Zukunft. Menschen wie Tanja machen Mut. Sie lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen und geht offensiv damit um. Mhm. Aber eins ist gewiss, so eine Depression kann seelische und körperliche Spuren hinterlassen. Ja, und was so eine Depression für Auswirkungen auf unserem Gehirn haben kann, das wollen wir jetzt hier bei einem Neurowissenschaftler der Psychiatrischen Klinik der Berliner Charité herausfinden. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Professor Bashbouch, Sie erforschen den Zusammenhang zwischen Depression und Gehirn. Kann man diesem Organ ansehen, dass es unter Depression leidet? Ja, das Gehirn ist die Region, ist das Organ, in dem die Depression stattfindet, von der aus die Depression gesteuert wird. Man kann es sehen anhand von Volumen, Schrumpfungen in bestimmten Hirnregionen, Hippocampus. Man sieht es anhand von Aktivitäten in dem sogenannten limbischen System, weniger Aktivitäten. Und man kann es sehen anhand von Verbindungen, Verknüpfungen. Das sieht man hier zum Beispiel, die Verknüpfung zwischen Regionen im mittleren Teil des Gehirns mit
Regionen vorne, im frontalen Regionen, die sind bei Patienten mit Depressionen ineffektiv, aufgefasert, während bei Menschen, die keine Depressionen haben, diese Verknüpfung sehr, sehr stark und klar und effektiv sind. Und das Ganze führt am Ende dazu, eben, dass Menschen schlechteres Gedächtnis haben oder sich schlechter fühlen oder eine schlechteres Wahrnehmung der Umfeld, des Umfeldes haben. Und das macht am Ende das Bild der Depression aus. Wenn also ganze Hirnregionen schrumpfen und diese Verbindungen so faserig werden, könnte man daraus dann auch schon die Diagnose für eine Depression ableiten? Es ist so unser Wunsch, unsere Vision für die Zukunft, dass wir das anhand eines einzelnen Menschen machen können, dass wir so einen Hirnscan machen oder eine Blutentnahme, anhand der man dann sehen kann, ob jemand depressiv ist oder nicht. Soweit sind wir noch nicht. Wichtig dabei ist aber auch zu sagen, dass Behandlungen dazu führen, dass all diese Veränderungen wieder rückläufig sind. Ja, die Behandlung ist also der Schlüssel. Doch wie läuft sie am besten? Arzneimittel oder Psychotherapie? Da hat die Wissenschaft ganz neue Erkenntnisse. Die Schlossparkklinik in Berlin. Hier kämpfen täglich, dass Depressionsbehandlung entscheidend sind. Christine Kleinke möchte diese Therapie ausprobieren, auch wenn die Wirkung nur für jeden zweiten Patienten von Dauer ist. Die Depression, eine Krankheit, die manchmal nicht zu heilen ist, aber mit den richtigen Therapien den meisten ein nahezu normales Leben ermöglicht. Eine Depression ist also in den meisten Fällen erfolgreich behandelbar, aber im Falle einer chronischen Erkrankung sucht die Medizin noch nach Methoden und dabei ist, wie wir gerade gesehen haben, die Stromtherapie möglicherweise sehr hilfreich. Professor Basch-Busch, Sie arbeiten ja auch damit. Warum? Wir haben ja gesehen, dass bei der Elektrokrampfbehandlung, dass es eine sehr, sehr wirkungsvolle Methode ist, bei sehr schwerkranken Patienten, die aber auch sehr aufwendig ist, Behandlung in Vollnarkose. Und wir versuchen, Behandlungen zu entwickeln, die weniger aufwendig sind. Unsere Stromtherapie ist die sogenannte Gleichstromstimulation. Dabei wird über kleine Schwämme ein gleichbleibender, sehr kleiner Strom über dem Frontalhirn gegeben. Und wir haben gesehen, dass das Ganze antidepressiv wirkt und dass es gleichzeitig Lernvorgänge verbessert. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass man das kombinieren kann mit der Psychotherapie, indem wir dann die Psychotherapie verbessern durch die Gleichstromstimulation. Das heißt also, ein kleines bisschen Strom und hopp, ist die Stimmung besser und die Konzentration auch. Was relativ schnell funktioniert, ist das mit dem Gedächtnis und der Konzentration. Das funktioniert, wenn man einmal über 20 Minuten stimuliert. Und wenn Sie möchten, können wir das mit dem Gedächtnis einmal überprüfen. Auch bei nicht-depressiven Patienten? Das funktioniert auch bei Gesunden und das können wir jetzt mit einem von Ihnen ausprobieren. Das tut aber nicht weh. Das tut nicht weh. Okay. Soll ich das probieren? Nochmal. Okay. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Und wie kann man jetzt den Einfluss des Stroms auf die Konzentrationsleistung messen? Wir werden so ein kleines Experiment machen, werden vorneweg eine Gedächtnisaufgabe machen, danach eine Stimulation und danach wieder eine Gedächtnisaufgabe. Und wir glauben, dass sie durch die Stimulation, dass sich dann die Gedächtnisleistung verbessert. Was genau muss ich da machen? Das ist so eine Arbeitsgedächtnisaufgabe und bei dieser Aufgabe werden Sie eine ganze Abfolge von Wörtern sehen. Und wenn sich bestimmte Wörter wiederholen, die Sie vor zweimal zum Beispiel schon mal gesehen haben, dann müssen Sie immer einen Knopf drücken. Und wir messen dann hinterher, wie viele Fehler Sie gemacht haben, erstens, und zweitens, wie schnell Sie reagiert haben. So, dann beginnen wir jetzt mit der Gedächtnisaufgabe, zuerst ohne Strom. Okay. So, wir schalten Stresshormon Cortisol. Studien haben gezeigt, dass der Körper depressiver Patienten unkontrolliert viel davon produziert. Und das verstärkt wiederum ihre Symptome. Als erwiesen gilt, lang anhaltender Stress kann eine Depression auslösen. Die Medizin vermutet aber noch einen weiteren körperlichen Faktor. So könnte ein gestörter Hirnstoffwechsel die Krankheit begünstigen. Denn unsere Gedanken und Gefühle hängen davon ab, wie die Nervenzellen unseres Gehirns zusammenwirken. 100 Milliarden von ihnen sind netzartig miteinander verbunden und kommunizieren mit Hilfe von Botenstoffen. Nur sie können die Signale einer Nervenzelle weiterleiten. Geraten diese Hirnbotenstoffe aus dem Gleichgewicht,
kann es auch Gefühle, Lebensfreude und Antriebskraft beeinflussen. Ob solch physische Faktoren aber Ursache oder Folge einer Depression sind, ist unklar. Sicher ist, Depressionen sind mehr als nur eine psychische Krankheit. Tanja hat mittlerweile gelernt, mit ihren Depressionen umzugehen und sogar ein Buch darüber geschrieben. Zudem informiert die 36-Jährige mit einer regelmäßigen Radiosendung in ihrer Heimatstadt Lübeck, wie Betroffenen geholfen werden kann. Also am allerwichtigsten ist es, demjenigen das Gefühl zu geben, dass man da ist, egal was passiert. Menschen mit Depressionen ziehen sich zwar zurück, aber es ist total wichtig, dass man den Anschluss da behält. Die Betroffenen sind ja nicht verrückt oder es ist nicht ansteckend, sondern es ist einfach nur ein kranker Mensch, der Hilfe braucht. Ihr wurde geholfen. Tanja Sarkowski kann wieder als Journalistin arbeiten, plant sogar ein zweites Buch und blickt optimistisch in die Zukunft. Menschen wie Tanja machen Mut. Sie lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen und geht offensiv damit um. Mhm. Aber eins ist gewiss, so eine Depression kann seelische und körperliche Spuren hinterlassen. Ja, und was so eine Depression für Auswirkungen auf unserem Gehirn haben kann, das wollen wir jetzt hier bei einem Neurowissenschaftler der Psychiatrischen Klinik der Berliner Charité herausfinden. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Professor Bashbouch, Sie erforschen den Zusammenhang zwischen Depression und Gehirn. Kann man diesem Organ ansehen, dass es unter Depression leidet? Ja, das Gehirn ist die Region, ist das Organ, in dem die Depression stattfindet, von der aus die Depression gesteuert wird. Man kann es sehen anhand von Volumen, Schrumpfungen in bestimmten Hirnregionen, Hippocampus. Man sieht es anhand von Aktivitäten in dem sogenannten limbischen System, weniger Aktivitäten. Und man kann es sehen anhand von